Schneller, Hubertus! Noch ein bisschen Gas! Junge, 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 ey! Hubertus, los! Schlägt der Ein dabei! Moment, Hubertus! Es kann losgehen, Victor. Workout ist beendet. Hubertus, wir haben richtig gut Sport gemacht. Ich bin richtig stolz auf uns. Vor allem du, Victor, das war krass. Ja, da lasse ich dich auf gar keinen Fall hängen. Danke, da bin ich ein Kumpel. Ja. Und es gibt auch einen Grund, warum wir das gemacht haben, Leute. Weil wir müssen unsere Körper stillen. Richtig. Heute brauchen wir unsere Muskeln definitiv. Warum, Hubertus? Es geht ums nackte Überleben. Und zwar sind wir auf einer Insel. Wir haben keine Lebensmittel mehr. Es gibt keine Supermärkte, die geöffnet haben. Und das Einzige, was wir essen könnten, läuft gerade hier lang. Oder aber die restlichen Boilies, die wir noch haben. Das sind aber nicht so viele, die reichen nicht für uns beide, Victor. Nee, ist auch nicht unser Favorite Flavor, muss ich sagen. Richtig, wäre das jetzt ein anderer Flavor, hätte ich gesagt, okay. Ja. Das heißt also, unser Ziel ist für heute, erstens mal zu überleben. Wie wollen wir das machen? Wir wollen Fisch fangen und den dann catch and cook über dem Lagerfeuer zuzubereiten. Denn wir haben ein Feuerzeug dabei, zwei Messer, zwei Troys, ein paar Boilies, ein paar Haken und ein paar Gubiköder. Richtig. Plus unsere Muskeln und unseren Verstand, Leute. Und das wird ja wohl ausreichen, um so einen Fisch heute ans Band zu bekommen. Richtig. Den wir dann auffressen werden. Das heißt, als erstes werden wir jetzt einen Karpfenspot anlegen hier mit Futter. Richtig. Wir werden im Anschluss was machen? Black Bass fangen, denn wir wollen schön Black Bass über dem Stock aufgespießt zubereiten. Und die Karpfen, die werden wir uns heute Abend vorknüpfen. Wenn wir das Feuer machen, legen wir die Karpfenrute dann an unseren Spot aus und dann gibt es einen schönen Knusperkarpfen. Genau. Hoffen wir es mal. Wenn das klappt, Leute, werden wir A, überleben. Wenn nicht, werden wir natürlich... Und dann sterben. Werden auch die Enten überleben. Weil wenn das nicht klappt, Leute, dann, wir wissen, wo die sind. Richtig? Richtig. Und was wir dann zum Abschluss noch machen, eine Verkostung. Karpfen versus Black Bass. Was schmeckt besser? Was schmeckt besser? Zeiler oder Black Bass? Genau. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was besser schmeckt? Richtig. Gut. Wir müssen jetzt los, sonst schaffen wir es nämlich nicht. Ganz genau. Denn bald geht die Sonne unter, Victor. Let's go. Okay, die sind also safe schon mal auf dem Grill heute. Ja, die sind schon viel zu zahm. Hubertus ist ein Flexer. Der sagt in seinem Spiegelbild, das sieht so richtig, richtig muskulös. Ja, halt realitätsnah, ne? Das liegt an diesen, an der Optik. Nee. Ist komplett real. In dem Weitwinkel des Fensters. Nee, ist real. Wow, sieht das geil aus. Hier ist ein richtiger Strand, Hubertus. Feuerholz haben wir auch schon. Perfekt. Mega. Hammer. Okay, Leute, was wir jetzt machen werden, Hubertus wird jetzt ins Wasser reingehen. Richtig. Um A zu gucken. Wie tief ist es? Ja, dass wir quasi also ausloten. Mit meinem Körper? Mit deinem Körper ausloten. Werd gleich ein paar Boilies und Dings mitnehmen, um die dann abzulegen. Richtig. Und wir tauchen und schauen uns die Bodenstruktur an. Genau, so sieht's aus. Ja. Okay. Also hier ist auf jeden Fall noch gut flach. Auch ein bisschen Struktur. Ja. Boden. Also links von ein bisschen weiter rechts halten noch. Ja, hier geht's aber schon tief runter, Victor. Da krieg ich ein bisschen Panik langsam. Okay. Aber du kannst ja schwimmen. Ja, richtig. Oh, es ist kalt, Junge. Ja, wie kalt? So kalt. Circa 2 cm. Geht langsam schon nach innen.
Also, wir haben jetzt gefüttert hier und das ist nicht nur gefüttert, das Gute ist, dass wir jetzt so wissen, wie tief das ist. Wir hätten nämlich gedacht, dass es da viel tiefer runter geht, was auf Karpfen dann nicht so geil gewesen wäre. Das wissen wir jetzt und jetzt geht's ab zum nächsten Spot. Jetzt holen wir die Bestguten raus und dann werden wir ja hoffentlich schon die ersten Fische und Filets vorzuweisen haben, wenn wir wieder zurückkommen hier. Roberto ist sauer, weil ich vorgegangen bin, weil er immer ewig lange braucht mit seinem Instagram-Scheiß. Ey, ja, nee, ne? Dann geh doch alleine angeln! Scheiß Bess! Komm jetzt! Nö! Wohl? Ey, nö, ich warte im Auto! Boah, Leute, das ist richtig windig, ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Boah! Okay, wir versuchen es trotzdem. Ey, warte mal! Spaß, Leute. Boah, Fisch, Fisch, Victor, Fisch, 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 Fisch. Siehst du den? Wie der den jetzt einsaugt? Ja, dann was anderes. Ja, Fisch. Fisch, der ist dran. Oh, wieder ab. Okay, Robert hat den ersten Fisch dran gehabt, hat ein bisschen, muss ein bisschen Dollar anholen. Okay. Da war es schon gewesen. Der erste, das war voll geil. Auf Sicht, auf Sicht. Werf da jetzt nochmal hin, die sind noch da. Pass auf jetzt. Fuck, verkackt. Es war schade, dass wir den jetzt verloren haben, aber sie sind da, das ist schon mal gut. Das Wasser ist hier so mega klar. Wir sind hier an dem See, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Schon wieder Biss? Nee. Und, aber wir sind gerade mal am ersten Spot, also das heißt, wir werden auf jeden Fall hier rumgehen. Das schaffen wir an einem Tag und wir werden höchstwahrscheinlich, toi 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 toi, dreimal auf Holz klopfen, hier einen erwischen. Ja? Jawohl, hau an, hau nochmal. Juppie! Yes, Leute, da ist er, da ist er, da ist er. Boah, ein guter. Yes! Jawohl, geil! Upi. Yes! Ich würde ja fast sagen, der ist massig. Also, wenn der gewusst hätte, wa? Ich bin super glücklich gerade. So geil. Schön. Dass das so gut klappt, Victor, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und du hast noch gesagt, nimm nicht den Wurm. Spaß. Ja. Biss, 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 biss und? Ah! Wieder ab gibt's doch gar nicht, Leute. Ja, hab ihn, jawohl. Guter, jawohl. Woo! Wegi. Yes, man. Yippie. Mega. Schön im Kraut, ey. Wow. Ey, ich hab davor zweimal die Krebse und mir die Krebse weggefressen. Nee. Ja, und weißt du, was ich angemacht habe? Nee. Den Wurm. Ach ja, nein, guck mal rein, bitte. Kannst du sehen? Ach nee, der hat auch noch den anderen Krebs drin. Warte, das muss ich mal kurz reinzoomen. Wurm und der abgefressene Krebs von eben. Ich hole ihn direkt mal raus. Ja, warte euch. Nichts. Da ist er. Ja, krass, wa? Jawohl, mega. Voll geil, richtig juckig. Aber auch er darf in die Freiheit. Jawohl. Mega. Itchy. Jetzt könnte man endlich mal so einen Karpfen beißen, oder? Aber soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich glaube, hier gibt es keine Karpfen. Ja, ich glaube schon. Ich habe welche gesehen, Victor. Na gut. Dann ich habe dir sogar jetzt noch aus dem Auto ein paar Beulis mitgebracht. Ich werde dir mal einen Spot anfüttern. Ja? Ja. Okay, bin ich gespannt. Ja, das ist halt das haben wir schon. Das ist auch voll die schöne Landschaft hier. Ja. Ich habe gehört, es soll ja auch so Gran Canarische Früchte zwischendurch geben, ne? Alter, zieh dir das mal rein. Gran Canarische Süßkartoffeln. Nee. Ey, Hammer. Das ist ja krass. Wachsen die hier, ja? Ja, ja. Zwischen den Pflanzen. Anscheinend schon, habe ich auch noch nie erlebt. Wow. Wahnsinn. Ey, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt hier auf Gran Canaria. Ja. Wahnsinn. Das wird ja immer besser, ey. Ey, wir haben so ein Glück, ne? Ja, wir haben Gemüse und einen Fisch.
Ja. Ey, dann brauchen wir jetzt nur noch unseren Karpfen zu fangen. Wenn jetzt zufällig noch ein Bass anbeißt, so, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Mhm. Ey, die haben Glück gehabt, die Bass heute, oder? Mhm. Zumindest alle außer einer. Gut, also ich werde jetzt mal auf die Mauer gehen. Ja. Und versuche mal da, weil ich glaube, ich habe da hinten eben irgendwas Größeres gesehen. Wahrscheinlich einen Karpfen. Nicht nachmachen, bitte. Ich will nicht nachmachen. Aber genau dafür habe ich ja trainiert heute Morgen mit dir, Victor. Dafür hast du mich motiviert. Ja, aber sei bitte trotzdem vorsichtig, okay? Victor. Würde ich mir nie verzeihen. Das ist genau der Moment, für den du mich vorbereitet hast. Okay. Great things never came from comfort zones, sagst du auch immer, Victor, oder? Ja, richtig. So dein Spruch. Den hast du doch tätowiert. Ja. Ein guter? Okay, Hubertus ist sauer, Alter. Alter, Hubertus, vorsichtig. So Leute, ein guter, hier vorne der Staumauer. Victor, nimmst du den an hinten? Direkt an der Staumauer gebissen. Hier, ich komm runter. Schnell, bevor der abgeht. Okay. Jawohl! Geil. Schaut mal hier. Voll inhaliert, schön. Oh. Geil. Schönes Schöner Ding. Fisch, oder? Ja. Hammer. Muss ich mal sagen. Schön. Mega. Victor, ich glaube so langsam, wir bekommen eine Chance zu überleben heute. Tschüssi. Jawohl. Megi. Wir werden überleben, Victor. Ich bin so glücklich. Oh, Gott sei Dank, ey. Okay, und nicht nur wir werden überleben, alle anderen Bass haben das Glück jetzt auch zu überleben zu dürfen. Ja, jetzt können wir im Grunde genommen hier schon versuchen, auf Raubkarpfen zu angeln. Weil ich habe gehört, Victor, hier soll es auch Karpfen geben, die sich ziemlich viel von tierischem Protein ernähren. Das heißt von Würmern oder auch von Krebsen. Deswegen ist der nächste Ziel für mich jetzt hier einen schönen Schuppi zu fangen, ne? Einen schönen Zeiler. Genau. Weil dann haben wir ja alles. Dann haben wir unseren Bass, der jetzt hier schön gekühlt wird. Ja. Dann legen wir da gleich noch so einen schönen Zeiler dazu. Da werden wir auch satt. Ne? Also wenn einen hässlichen Karpfen, esse ich nicht. Also wenn, der muss ja richtig schön sein. Das muss ein schöner sein. Das ist ja nun klar. Ja? Nur, dass er Bescheid wisst. Ja. Okay, gut, weiter geht's. Dann haben wir die Mission klar. Dann haben wir Beilage, Hauptspeise versus die andere Hauptspeise. Ne? Ja, aber wir angeln jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter, weil wir sind natürlich Angler. Okay, hier ist einer vorne. Ist das einer? Steht da einer? Ist das das Schwarze da? Im Baum? Nee, hier vorne, das Schwarze oder täusche ich? Ja, das, nee, ist einer. Das ist eine. Okay, warte mal. Ja. Ja, bis. Komm, nimm ihn. Ja, Fisch. Wow, ein guter, Alter, ist der geil. Wow, schön. Oh, eine Maschine, ey, wieder. Das macht Spaß. Leute, zieht ihn euch rein. Voll geil. Wieder schön genommen, richtig gut. Und die Bisse sind so geil. Und auf Sicht ist einfach brutal. Mega. Yes, ich hab ihn. Das ist geil. Boah, Alter, da ist einer da. Alter! Ja. Hast du das gesehen? Der war auch krank. Der hat ein großes Maul gehabt. Der hat ein richtig großes Maul gehabt. Ich mache jetzt noch ein Angstbeines dran. Hast du Angst vor dem mit? Nee. Das war ja ein Monsterding. Alter, zweiter Wurf auf den Monsterhannes, wo Victor noch sagt, da kriegst du niemals einen Fisch drauf hier. Ja? Nachläufer? Nee. Guter? Wie gut? Wie gut? 45. Sehr gute. Warte. Wow.
Okay, Leute, also wir haben jetzt gar nicht so viel geschafft. Also wir sind ein bisschen in Zeitnot auch, weil die Sonne, haben wir ja vergessen, die geht ja auch schon 18.30 Uhr unter. Das heißt, wir haben es gar nicht geschafft, diesen See zu umrunden, haben aber unseren Fisch ja schon gefangen. Eigentlich wollten wir jetzt wirklich noch so, sagen wir mal, ein paar Bässe rauskloppen. Hätten wir auch geschafft, aber wir müssen ja noch Lagerfeuer, wir müssen noch Holz suchen, wir müssen noch einen Karpfen fangen. Das heißt, wir brauchen noch eine halbe Stunde zurück. Jogging. Auch den Stock schnitzen. Einen Stock schnitzen. Also wir haben noch etliches zu tun, deswegen, obwohl wir richtig fischgeil sind, weil es gerade so mega läuft, normalerweise sagt man ja, never leave a winning spot, ja. Aber schweren Herzens müssen wir jetzt leider abbrechen und zurück unserem anderen See. Und für uns. Das bedeutet, ja. Das heißt, die Karpfen warten. Karpfen warten. In der Hoffnung, dass sie unseren Futterspot angenommen haben. Ja. Sie hatten 3 Stunden Zeit dazu. So ist es. Gut. Dann, ich habe nämlich auch richtig Hunger, Viktor. Da sind wir wieder bei unseren Gesellen hier. Die streiten sich schon darum, wer als nächstes enthauptet wird. Wer gefressen werden will, ne? Genau. So, wir bereiten jetzt ganz schnell unsere Karpfenmontagen vor. Und zwar gibt es ein ganz neues Rig aus England. Das nennt man das Jighead Rig. Wir haben leider keine anderen passenden Bleie mehr, daher mussten wir improvisieren und ein paar Dudes enthaupten. Aber so haben wir halt auch die Chance zu haken, weißt du? Zu reißen meinst du? Zu reißen. Ja. Es geht ja ums Essen. Eben, wenn die nämlich mit dem Bauch über den Futterplatz gehen, bleiben die hängen und dann klappt es halt auch. Super Idee. Merkt euch die Montage. So, aber jetzt zieht euch vor allem mal Viktors krassen Boilie hier rein, den der einfach mal selbst gebunden hat, hier das Haar. Genau, wir haben zuerst im Prinzip den... Ohne Boilienadel. Genau, das war nämlich das Problem, die Challenge. Wir haben quasi einen Offset-Haken genommen. Viktor interessiert keinen durch, Spaß. Durchgepiekt, dann mit dem Wiederhaken das Haar da durchgefummelt, dann Haken angeknüpft. Dann an die Safety-Clip-Montage, heißt das so, gemacht. Dann ein schönes fettes Blei ran, das hat man nämlich noch. Ja. Und das fliegt jetzt sofort instant in den Futterplatz. Instant, ne? Da muss man nur aufpassen, dass wir auch die fetteste Ente erwischen dabei. Okay, Leute, wir müssen ganz leise sein, weil unser Spot ist ja direkt hier vorne. Also da ist der erste Spot. Da hinten ist der zweite Spot. Und wir stehen halt direkt daneben. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir beim Auswerfen immer einen Blick auf die Enten haben, weil die gucken sich schon. Oh, nee. Ja, man muss die ein bisschen. Ja, wenn wir zu nett zu denen sind, dann werden wir die nicht mehr los. Die hat eben nämlich einen Boilie von Viktors Haken abgemacht. Wir können froh sein, dass sie den Haken nicht geschluckt hat, weil dann hört sie heute wirklich Ente gegeben. Okay. Das ist mein Mix: Mais, ein paar durchgebissene Boilies. Das ist für meinen Futterplatz. Ich nehme den hier, Viktor. Mach mal meinen Dein. Spaß. Wir sind im Team. Aber natürlich hat ja jeder ja so, ne? Deine Strategie, ich bin eher hier vorne, du bist eher da hinten. Da, ne? Ja. So. Ja, hat sich auch gut angefühlt. Und jetzt lege ich mir die schön. Ich will nicht ganz stramm. Weil sonst spooken wir die, weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn die in die stramm stehen. Ich nutze Slackline, habe ich gehört. So. Gelernt. Futter noch hinterher. Ein bisschen Katzenfutter zur Hacke, damit wir einfach mehr Öle, mehr Duftstoff im Wasser haben. Mhm. Ja. Das tust du hier mit rein und ich gehe jetzt sogar noch hin, Viktor, und zerbeiß dir noch die Boilies. Was ist das? Die Kohle, die kann nicht sein. Diese Mann sieht die immer noch. Ja, schau, so wie ich so hier. Bitte. Jawohl. So, perfekt. Okay, Leute, ich habe jetzt meinen hier in so ein Loch reingesteckt. Habe auch sehr Bremse aufgemacht. Slackline. Nur ein bisschen durchhängt, damit die, wenn die da rangehen und mit der Schwanzflosse irgendwie rankommen, ne, keine Angst haben. Hubertus wetzt schon mal das Messer, schärft es. Das Problem ist, dass erstmal A, die Sonne gleich wieder untergeht und wir ein bisschen zu spät dran sind und jetzt die Karpfenruten erst reingebracht haben. Das heißt, es kann sein, dass der Karpfen erst ein bisschen später kommt. Genau. Dazu
ist, kannst du mal kurz. Ja. Dazu kommt, dass wir gerade einen Einheimischen getroffen haben. Der meint, hier ist Waldbrandstufe 5000. Richtig. Und hier, wie ihr seht, hier ist überall so trockenes Schilf, Holz. Da reicht also ein bisschen Glut aus. Und ein kleiner Funke, um das hier alles in Brand zu setzen. Wir wollen nicht, dass hier alles sozusagen weg ist. Das ist ja auch schön. Und wir haben nachgelesen, das Ganze würde bis zu Gefängnisstrafe, also Freiheitsstrafe hier bestraft werden, wenn sie uns erwischen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, an einer anderen Stelle vielleicht morgen, wo es erlaubt ist, das zu grillen und voll zu machen, machen wir es. Aber hier machen wir jetzt, essen wir den Fisch roh. Genau. Weil wir müssen ja was essen. Und diese Enten, die müssen die töten. Ja, lass sie einfach mal da fressen, ist ja gerade nichts. Okay, wenn wir jetzt dann noch einen Karpfen fangen wären, dann wären wir also quasi die andere Hälfte zusammen mit dem Karpfen und der schönen Kartoffel, oder was war das? Genau, die Süßkartoffel, die wir gefangen haben. Die werden wir schön auf den Grill nachher hauen. Ja. Und dann einfach, ne? Genau, weil zu Hause dürfen grillen, da haben wir einen Grill. Und jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal aus einer, ich filetiere den Black Bass jetzt. Und dann machen wir eine Hälfte, machen wir schönes Sashimi draus. Zitrone haben wir mit, Salz, Pfeffer, das wird trotzdem richtig geil schmecken. Ja. Und wie gesagt, die andere Hälfte heben wir uns für den Grill mit den Süßkartoffeln auf. Und dann gibt es noch Avocado dabei. So machen wir das. Und dann werden wir entweder heute Abend noch einen Karpfen fangen, den es dann auch mit auf den Grill gibt. Oder ja, wir werden es morgen fortsetzen, weil wir haben festgestellt, morgen ist zwar Montag, aber es ist hier ein Feiertag. Das heißt, wir werden morgen auch noch hungern müssen. Also nochmal losziehen müssen. Ja. Und spätestens dann werden wir einen Karpfen fangen, weil es gibt nur ein, zwei andere Gewässer hier. Richtig, Victor? Richtig. Wenn es heute nicht klappt. Ja, so ist der Plan. Victor, jetzt suchen wir uns eine Steinplatte und dann werden wir die Enten ermorden. Werden wir die alle Enten ermorden, Kopf ab. Genau. Guck mal, die gehen jetzt sogar schon an den Black Bass ran. Gut, aber das Geile ist, jetzt muss ich den Fisch auch nicht entschuppen und so weiter. Ich kann ihn sofort filetieren, ohne ihn auszunehmen, ohne alles. Jetzt gibt es einen schönen Sashimi-Barsch. Also jetzt filetieren wir den ohne auszunehmen. Sparen wir uns Zeit. Mhm. Wir gehen jetzt hier hinten schön lang. Mhm. Filetieren den Kameraden hier schön auf der Mittelgräte. Siehst du das? Ein schönes Filet. Ja, das raus. Absolut. Wir schneiden das direkt hier von der Mittelgräte runter. Mhm. Vorsichtig, dass wir hier nichts verschneiden. Ne? So. Da haben wir es, Philly. Mhm. Das schneiden wir direkt weg hier, den Bauchlappen. Das sind ja noch Eier, wa? Ein bisschen Rogenhacker, ne? Auch noch sehr unausgebildet. Und das ist halt auch geil fürs Messer, ne? Für die Klinge ist richtig gut. Schön auf Stein schneiden. Weil man während des Schneidens schon wieder schärft. Richtig. Okay, das war nur eine Ente, kein Karpfen. Das ist halt der Trick, den die meisten nicht kennen. Boah, perfekt. Schön grätenfrei. Saugeil. Und jetzt ziehen wir hier schön den Fisch. Ja. Das Fell über die Ohren. Dem ziehen wir jetzt schön das Fell über die Ohren. So, das Filet ist jetzt fertig. Es wird jetzt nochmal abgewaschen. Und der Tisch auch. Der Tisch auch. Okay. Was kommt als nächstes? Das ist kurz antrocknen. Ja. Jetzt gehen wir hin und schneiden das in schön kleine Streifen, quasi mundgerechte Häppchen, schön relativ dünn, weil wir jetzt gleich Zitrone drüber machen. Ja. Und durch die Zitronensäure gart das Fleisch quasi auch ein indirekt. Also es entsteht in so einem Garprozess. Die Avocado haben wir ja auch gerade frisch gefunden, ne, Victor? Mhm. So, jetzt schön Zitronensaft hier drüber. Auch schön mal hier auf unserem sauberen Teller hier. So, jetzt geben wir da schön gutes Meersalz drauf. Ist das nicht Bergsalz, was wir gerade aus dem Berg geschlagen haben? Ja, meine ich ja, Ein Teil ist aber auch hier aus dem Meer von Gran Canaria. Mhm. So, Pfeffer. Jetzt kommt das Geheimnis, Victor. Mhm. Wir noch kurz verrühren. Wir machen einfach mal 10 Minuten und dann probieren wir mal. Aber in der Zwischenzeit, jetzt kommt nämlich das wahre Geheimnis. Ja. Diese Gran Canarischen Avocados hier. Mhm. Wenn du hier hingehst und die doch dabei machst, ja, ja, dann haben wir gleich, können wir uns das hier reintun quasi. Ja? Mhm. So als Tellerchen für jeden, weißt du, wie ich meine? Ja, ach geil. Und können dann gleich hier den Fisch drauflegen. Das gleiche machen wir hier auch nochmal, das ist dann dein
Tellerchen. Wenn man so einen kleinen Löffel hätte, könnte man es vielleicht sogar mit diesem mit dem Fisch so ein bisschen verrühren. Hat man so einen kleinen Sashimi-Salat. So einen Sashimi-Avocado-Salat, ne? In der Schale direkt. Alter, das ist eine richtig geile Idee, muss ich wirklich sagen. Voll cool. So, man sieht jetzt schon, das Fleisch wird relativ weiß. Es verfärbt sich, die Struktur verändert sich, die Farbe verändert sich. Heißt, es ist am Garen. Das gerinnt quasi wie, als wenn man das in die Pfanne hauen würde, Leute. Richtig, das Eiweiß darin, ja. Pass auf, jetzt machen wir das sauber. Und dann kannst du hier. Was ist so, ne? Hm? Das sehen Sie. Perfekt. Okay, fangen wir einfach mal mit so einem schönen Rückenstück hier an. Noch ein bisschen Salz. Okay. Und dann ist es schon richtig geil, Victor. Das schmeckt total gegart, also wirklich wie die. Wie gebraten. Das ist komplett durch. Gib dem noch eine halbe Minute, dann ist es wirklich perfekt. So, Victor, ich werde kosten, okay? Jetzt final. Mit Avocado direkt, ja? Ja. Von diesem krass geilen Löffel auch noch. Ja? Kann das was? Kann das was? Das ist geil. So gut, das streckt. Ja. Hammer. Richtig geil. Alright. Sieht schon mal geil aus. Am besten ein Stück Rückenfilet, die sind noch geiler. Was ist das für eine Soße? Das ist unter, das Bauch. Das ist schon ein bisschen zäh. Wie ist es? Kann man essen. Kann man tatsächlich. Essen. Zusammen mit der Avocado, ey, voll geil. Geil, ne? Das sieht aus wie ein richtig teures Gericht. Ja. Wenn man so einen ultra krassen Feinschmecker-Restaurant bekommt und dafür irgendwie so 20 Euro bezahlt. Absolut. Der scheint gut zu schmecken. Ich muss jetzt auch nochmal essen. Ich hab richtig Bock. Hubertus, da hattest du eine ausgezeichnete Idee. Das ist eigentlich, soll ich dir mal was sagen? Ansonsten hätten wir heute Abend im Knast essen können. Erstmal das. Und zweitens, das ist viel geiler als so gegrillter oder verbrannter Fisch. Muss ich jetzt mal sagen. Okay. Halt mal was anderes, ne? Und es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, wie wir den hätten zubereiten können. Wir hätten ihn noch einsalzen können und so weiter. Aber das ist Menü Nummer 1. Okay, Leute, also hat kein Karpfen mehr gebissen. Wir fahren jetzt nach Hause. Sind Gott sei Dank konnten wir wenigstens ein bisschen was essen, das war schon mal gut. Ja, und Filet haben wir ja noch. Ein Filet haben wir noch und wir werden morgen ein bisschen früher aufstehen und dann direkt unseren Karpfen an einem See weiter unten fangen. Da haben wir nämlich welche gesehen. Ja, wobei ich würde dann fast sagen, wir werden hier das Filet erst braten, grillen, wenn wir auch den Karpfen gefangen haben. Also im nächsten Video dann, oder? Vielleicht nehmen wir das nächste einfach mit dran, weiß man ja nicht. Wer weiß. Aber ich würde dann sagen, wir heben uns das Filet auf, wenn wir den Karpfen gefangen haben. Dann machen wir Süßkartoffeln dabei und dann können wir dieses genauen Geschmacksvergleich machen. So machen wir das. Das ist eine sehr gute Idee. Alles klar.